weiteren Video der Berufsschule 7. Diesmal soll es um UML, im Speziellen jetzt um das Sequenzdiagramm gehen. Zielgruppe ist 11. Klasse Fachinformatiker, aber auch durchaus 12. Klasse, die sich das Ganze nochmal anschauen wollen. Bevor wir uns die Eigenschaften ansehen, überlegen wir erstmal, wofür wir ein Sequenzdiagramm brauchen. Und zwar ein Sequenzdiagramm modelliert den zeitlichen Ablauf von Nachrichtenflüssen zwischen Objekten oder eigentlich Kommunikationsteilnehmern. Und auf diesem Grund oder auf dieser Basis definieren sich auch die wichtigsten Eigenschaften. Zum einen ist es ablauforientiert, das heißt, wir können den Ablauf, die Sequenz eben der Nachrichten nachverfolgen. Dann ist, wie ich schon gesagt habe, der Fokus auf den Nachrichtenaustausch. Das heißt, darum soll es wirklich gehen. Es gibt eine Zeitachse, die läuft von oben nach unten. Die ist fest definiert beim Sequenzdiagramm. Und wir wollen hier auch die Nutzeraktivitäten modellieren. Das heißt, wann kann der Nutzer irgendeine Aktion ausführen. Und deswegen geht es auch so ein bisschen Hand in Hand mit dem Use-Case-Diagramm, wo eben der Nutzer eben eigentlich auch definieren oder sieht, was er machen kann, was er machen möchte. Und das Sequenzdiagramm würde das noch etwas mehr detaillieren. Kommen wir zu den Notationselementen. Das wichtigste Notationselement vom Sequenzdiagramm ist die Lebenslinie. Und zwar, wenn wir jetzt beispielsweise eine Person haben, die in irgendeiner Form interagiert, dann gibt es hier so eine Lebenslinie und diese Lebenslinie existiert, solange der Teilnehmer interagiert, das heißt, solange er irgendwie mit diesem Prozess was zu tun hat. Für Personen, also wie wir es jetzt hier gerade gezeichnet haben, mit diesem typischen UML-Strichmännchen, gilt, wenn er nicht mehr an diesem gesamten Kommunikationsprozess beteiligt ist, dann endet diese Lebenslinie und wir werden dann gleich sehen, bei Objekten gibt es noch andere Möglichkeiten, diese Lebenslinie zu beenden. Dann gibt es den Typ der Lebenslinie. Das ist hier jetzt der User, aber es ist oftmals auch, wenn wir jetzt nicht von Usern oder Personen sprechen, ein Klassenname und das wäre dann der Instanzname oder in dem Fall jetzt der Name der Person. Es ist allerdings so, dass man auch gerne mal den Namen der Person weglässt, einfach weil das bringt üblicherweise keinen Mehrwert und macht die ganze Sache nur voller. Die Zeitachse, habe ich ja schon erwähnt, geht immer von oben nach unten. Sie wird aber nicht gezeichnet. Das heißt, jeder, der ein Sequenzdiagramm sieht, weiß, die Zeit läuft einfach von oben nach unten. Kommen wir nun zu einem anderen Typ von Lebenslinie und das würde jetzt so aussehen, das wäre jetzt ein Teilnehmer des Systems, wie man so schön sagt. Im Wesentlichen ist es jetzt irgendein technisches Gerät oder für uns ITler eben im Regelfall ein Objekt. Und dieses Objekt hat einen Namen, das wäre dann hier die Bestellung und was für eine Klasse ist es jetzt die Mail. Das heißt, es wäre jetzt eine Bestellmail. Und das sind so die beiden wesentlichen Typen, wie wir sie oftmals eben in Sequenzdiagrammen sehen. Links eben die Person, rechts ein Objekt, das eben auch interagiert. Jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt und zwar, so wie wir die beiden Teilnehmer jetzt gezeichnet haben, sind sie einfach nur da. Wenn sie aber aktiv was tun, dann zeichnet man das durch so einen Balken ein. Das symbolisiert mir jetzt die aktive Zeit des Teilnehmers. Und während in dieser aktiven Zeit, dann kann er wirklich was tun. Kann Mails erstellen und Nachrichten senden, empfangen und so weiter. Das ist eben an der Stelle wahrscheinlich der wichtigste oder das wichtigste Element der Lebenslinie. Wenn wir das obere aktive nennen, kriegt das untere natürlich auch einen Namen und dann hat man das einfach passive Zeit des Teilnehmers genannt. Also ja, liegt eigentlich auf der Hand. Jetzt können wir auch notieren, dass der User so eine Mail erstellt. Und in der Objektorientierung wäre das ja den Aufruf des Konstruktors und in UML ist es eine Erzeugungsnachricht. Das heißt, mit diesem Pfeil erzeugen wir ein Objekt der Klasse Mail. Ja, und das nennen wir jetzt Bestellung, weil wir wissen, das soll die Bestellmail sein.
Und dann kann eben der User im Rahmen seiner aktiven Zeit auch interagieren mit dieser Mail und kann jetzt Nachrichten oder Aufrufe an dieses Objekt schicken. Nachrichten werden wir gleich nochmal etwas genauer uns anschauen. Und jetzt ist es auch so, wenn der User die Mail jetzt losschickt, dann verschwindet sie ja aus seinem Interaktionsbereich und dann würden wir eben diese Mail terminieren. Und dazu hat das Sequenzdiagramm ein eigenes Symbol. Das ist hier dieses Stoppsymbol und dadurch wird jetzt auch diese Sendennachricht, die Destruktionsnachricht. Das wiederholen wir nachher nochmal, wenn wir über die Nachrichten sprechen, aber so viel sei schon mal gesagt. Hiermit können wir dieses Ding dann eben auch stoppen. Gut, jetzt schauen wir uns nochmal was Interessantes an. Und zwar habe ich jetzt hier ein Mail-Programm, also ein etwas aufwendigeres Konstrukt. Also es muss nicht immer eine einzelne Klasse sein, sondern es kann auch was Aufwendigeres sein. Und wenn ich jetzt in dieses Programm reingucken möchte und die inneren Kommunikationen auch darstellen möchte, dann kann ich eine Dekomposition vornehmen. Das heißt, ich kann jetzt hier, gehen wir mal davon aus, das ist nach dem MVC-Pattern geschrieben, dieses Mail-Programm, kann ich jetzt beispielsweise diese drei Elemente eben auch detailliert darstellen. So, und dann kann ich hier intern auch irgendwelche Nachrichten hin und her schieben und kann dann sozusagen den internen Datentransfer, den Nachrichtenaustausch, den intern auch modellieren. Und das ist für manche Situationen hilfreich. Die Dekomposition sieht man jetzt nicht allzu häufig, aber wie gesagt, es ist machbar, also es ist erlaubt. So, diese internen Kommunikation kann man auch etwas komprimierter darstellen, wenn ich jetzt nicht zeigen möchte, wie mein Element, mein Teilnehmer intern aufgebaut ist. Und dazu kann man sozusagen interne Nachrichten, ich sag mal, auf einer Ebene darstellen. Das würde dann so aussehen, das wäre jetzt sozusagen eine Nachricht an sich selbst. Hier kann man eine Rückmeldung machen, die muss man nicht zwingend durchführen. Man sieht relativ häufig, dass dieser Data gestrichelte Rückmeldungspfeil nicht da ist, weil wir sowieso innerhalb dieses Programms oder dieses Teilnehmers sind. Aber wie gesagt, so würde jetzt eine Nachricht an sich selbst aussehen. Das wäre, wenn ich sozusagen intern in meinem Programm ein Unterprogramm aufrufen würde und da entsprechend eine Nachricht schicken würde. So, die nächsten Notationselemente, die wir uns anschauen, sind die Nachrichten. Ich habe jetzt mal zwei Teilnehmer hingeschrieben, also eine Applikation und eine Datenbank, also zwei technische Teilnehmer, kein User mehr. Und die wollen jetzt in irgendeiner Form miteinander kommunizieren. Beginnen wir mal mit einer einfachen Nachricht, und zwar ein Insert-Statement, das jetzt bei der Datenbank ausgeführt werden soll. Und das ist jetzt hier als sogenannte asynchrone Nachricht modelliert. Und das bedeutet, dass die Applikation, wenn diese Nachricht geschickt wird, nicht auf irgendein Feedback wartet. Das heißt, die Applikation kann jetzt sofort mit einem neuen Insert-Statement oder irgendeiner anderen Aktivität weitermachen. Das heißt in der Konsequenz, dass die Datenbank keine Antwort schickt, also keine Bestätigung oder sonst irgendwas, das jetzt der Applikation indiziert, dass jetzt dieser Insert funktioniert hat. Diese Nachrichten sind in der realen Welt entweder irgendwelche Funktionsaufrufe oder Methodenaufrufe. Und was auch möglich ist, sogenannte Signale. Das heißt, wenn irgendwo ein Signal passiert und das an irgendeinen anderen Teilnehmer geschickt wird, dann wäre das in aller Regel auch eine asynchrone Nachricht. Gut, wenn es asynchrone Nachrichten gibt, gibt es offensichtlich auch synchrone Nachrichten. Das wäre jetzt hier beispielsweise ein Select-Statement. Ein Select soll ja Daten aus einer Datenbank rausholen und dann würde ich auch gern wissen, welche Daten die Datenbank ausgespuckt hat. Also warte ich hier auf eine Nachricht. Und die Antwortnachricht wird dann eben mit so einer gestrichelten Linie modelliert und damit haben wir eben den Informationsaustausch einmal zur Datenbank wieder zurück fertig.
Wenn man sich jetzt die asynchrone Nachricht des Insert-Statements und die synchrone Nachricht des Select-Statements ansieht, fällt uns auf, dass bei dem einen ein offener Pfeil ist beim Insert-Statement und beim Select-Statement ein geschlossener Pfeil, und zwar ausgemalt. Und bei UML ist es ja grundsätzlich so, dass die Formen von Pfeilen, Symbolen etc. immer sehr klar definiert sind. Und das bedeutet auch, wenn wir das per Hand zeichnen, dass wir uns eben da an diese Vorgaben auch halten müssen. Also asynchrone Nachrichten haben eine offene Pfeilspitze, synchrone Nachrichten eine ausgefüllte, geschlossene Pfeilspitze. So, bei einer synchronen Nachricht ist es so, dass der Aufrufer tatsächlich wartet, bis er irgendwas Neues machen kann, und er bekommt in aller Regel eine Antwort. Man modelliert es manchmal auch ohne, aber eigentlich sollte man immer eine Antwort wirklich reinmalen, reinmodellieren. Und dieser Antwortpfeil ist eine gestrichelte Linie mit einem offenen Pfeil, so wie wir es hier gerade sehen. Was sind das für Situationen? Synchrone Nachrichten sind eigentlich immer Funktionsaufrufe, keine Signale. Signale sind in aller Regel asynchron, und synchron sind dann die Funktionsaufrufe. Aber es gibt auch asynchrone Funktionsaufrufe. Jetzt schauen wir uns nochmal diese Nachrichten etwas genauer an. Wir haben jetzt hier eine Nachricht ohne einen Parameter. Das heißt, wir informieren den Lesenden des UML-Diagramms einfach darüber, es soll irgendein Select passieren. Und die Antwortnachricht sieht in aller Regel so aus, dass dieser Begriff Select an der Stelle, also der Name der Anfrage der ersten Nachricht in der Reply- oder Return-Nachricht eben sich wiederfindet, so dass wir wissen, aha, von dem Select ist das eben das Ergebnis. Dann steht nach dem Doppelpunkt der Rückgabewert. Da werden wir uns nachher noch mal ein paar Alternativen anschauen. Aber das wäre jetzt die Information, dass das Select-Statement hat jetzt hier irgendwelche Daten zurückgeliefert. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, bei Signalen finden wir sowas in aller Regel nicht. Hier habe ich jetzt meine Nachricht mit einem Parameter modelliert. Das ist jetzt diese 1, 2, 3 in diesen runden Klammern. Und diese Nachricht, dieser Parameter kann entweder als dezidierter Wert oder als Variable formuliert werden. Und in der Antwortnachricht habe ich jetzt hier entsprechend dann den Antwortwert, aber auch das kann ein Wert oder eine Variable sein. So, ja, das ist doch schon mal nicht schlecht, da kann man schon einigermaßen was modellieren. Jetzt kann man es aber auch so machen, dass ich einer Variablen eine Zuweisung oder nach einer Variablen eine Zuweisung meines Methodenaufrufs mache. Und dann würde hier stehen, Name ist gleich, und dann Select Username 1, 2, 3. Da gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten, aber das, was ich jetzt gerade gezeigt habe, das sind so eigentlich die sinnvollsten. Dann gibt es noch ein paar spezielle Nachrichten. Zum einen sei da erwähnt die sogenannte gefundene Nachricht. Also eine gefundene Nachricht ist etwas, wo der Absender unbekannt ist. Das heißt, es hat erstmal, also ist außerhalb unseres Betrachtungsrahmens. Die kommt halt irgendwo her, und das ist sozusagen, würde mir jetzt keinen Mehrwert liefern, den Ursprung dieser Temperaturänderung in dem Fall jetzt in irgendeiner Form zu modellieren. Und das wäre dann, wie gesagt, eine gefundene Nachricht. Ein Pendant dazu wäre die verlorene Nachricht. Das heißt, wenn ich irgendeine Nachricht rausschicke und es ist mir jetzt für dieses Modellierungsdiagramm jetzt erstmal egal, wer was damit macht, dann würde ich das als eine sogenannte verlorene Nachricht modellieren. Und als Indikator dafür haben wir hier eben diesen Punkt, der eben hier sozusagen als schwarzes Loch fungiert. Die Idee hinter einer verlorenen Nachricht ist eben, dass ich keinerlei relevante Informationen in meinem UML-Diagramm hinterlegen möchte oder kann, die für die Verarbeitung dieses Signals irgendwie wichtig ist. Und deswegen ist es eine verlorene Nachricht, die aber durchaus gesendet wird, also modelliere ich sie.
Dann gibt es noch eine spezielle Nachricht, über die haben wir schon ein bisschen gesprochen, und zwar die Erzeugungsnachricht. Das ist eine Nachricht, die ein Objekt oder ein Teilnehmer in irgendeiner Form erzeugt. Im Programmieren wäre das ein Konstruktoraufruf und das wird eben mit so einem Pfeil dargestellt. Dann haben wir auch schon darüber gesprochen, dass wir, wenn wir jetzt fertig sind mit unserer Interaktion mit der Mail, eine Destruktionsnachricht durchführen oder senden. Und die wird dadurch auch indiziert, dass am Ende diese Destruktionsnachricht hier auch dieses Stoppsymbol auftaucht. Und dadurch wird eben das die Destruktionsnachricht. Ein weiteres Element ist der sogenannte Interaktionsrahmen. Der soll diese ganze Kommunikation kapseln und ja, verpasst dem Ganzen auch einen Namen. Das heißt, alles, was in diesem Rahmen abläuft, ist eben für genau diese Interaktion wichtig, in dem Fall User laden. SD steht für Sequenzdiagramm und damit indizieren wir eben auch, dass es sich um ein Sequenzdiagramm handelt. Das wird so von UML vorgegeben und dann machen wir das auch so. Beim Interaktionsrahmen oder ja, können wir auch Parameter übergeben. Das heißt, das ist so eine Art Aufruf dieses Interaktionsrahmens. In dem Fall wäre es jetzt die ID des Users, das wir dann beispielsweise für das Select benötigen und das taucht dann hier unten wieder auf. Es gibt noch mehrere Möglichkeiten mit Variablen und Ähnlichem innerhalb von einem UML-Sequenzdiagramm zu arbeiten, aber das würde jetzt an der Stelle, glaube ich, doch zu weit führen. Und ich glaube, mit dieser Notation kann man die allermeisten Dinge schon erschlagen. Dann gibt es noch den Rückgabewert, der würde hier oben mit Doppelpunkt und den Datentyp formuliert werden. Und das würde man dann so realisieren, dass man hier unten so ein Objekt erzeugt, nennt das genauso wie den Interaktionsrahmen und als Rückgabewert dann den String. Das wäre dann eben so etwas, wie ich sozusagen mit dem Eingabeparameter Daten reinkriege und mit dem Rückgabewert oder Rückgabeparameter nennt man es auch, wieder rausbekomme. Jetzt haben wir noch ein paar Spezialsymbole. Die nennt man auch kombinierte Fragmente oder nur Fragmente. Und ich fange mal mit der Alternative an. Dazu schauen wir uns mal Folgendes an. Ich habe wieder einen User und einen Server und der möchte jetzt hier irgendein Login machen mit ID und Passwort. Der Server checkt das und liefert jetzt den Reply OK zurück. Aber das soll ja nur dann durchgeführt werden, wenn die Login-Informationen korrekt sind. Das heißt, was mache ich, wenn er jetzt beispielsweise was Falsches reinschickt? Das heißt, hier brauche ich irgendeine Art Verzweigung, eben in Sequenzdiagramm-Sprech Alternative. Und das Ganze sieht dann so aus. Ich habe jetzt hier den positiven Zweig. Ja, das heißt, wenn Passwort okay in diesen eckigen Klammern, dann wird eben Login Passwort okay zurückgegeben. Und im Else-Zweig dann, was weiß ich, deny beispielsweise. Dieses Passwort okay in diesen eckigen Klammern nennt man Guards und die müssen im Falle der Alternative disjunkt sein. Das heißt, ich darf hier keine Überschneidungen haben und deswegen macht man meistens am Schluss einfach Else hin und das ist sozusagen alles andere. Ja? Also wenn quasi keines der vorigen Bedingungen eben gilt. Und ich habe es schon erwähnt, das heißt, es gibt eben quasi auch die Möglichkeit, Mehrfachverzweigungen zu realisieren. Das sehen wir jetzt hier. Ich habe jetzt hier Passwort okay, dann wird eben okay zurückgeliefert. Wenn es nicht okay ist und der Fehlerzähler kleiner 3, dann wird einfach nur deny zurückgeschickt. Und wenn es eben nicht kleiner 3 ist, sondern größer gleich 3, das wäre der Else-Zweig, dann würde irgendein Pass, der User gelockt werden, was auch immer. Und das wäre jetzt eine Notation für eben drei Zweige. So, das Gegenstück dazu wäre jetzt die Option. Und bei Option ist es so, dass ich nur prüfe, ob etwas der Fall ist und wenn nicht, wird sozusagen dieser Bereich innerhalb dieser Option einfach übersprungen. Ich habe jetzt hier beispielsweise, wenn das Passwort nicht okay ist, dann wird dieser Bereich übersprungen. Dann geht man gleich auf irgendwelche allgemeinen Send-Informationen und wenn es eben okay ist, dann liefert mir mein Server eben irgendwelche User Preferences, was auch immer. Und
So, das wäre die Option in der Notation für die Struktogramme, wäre das ist eine sogenannte einseitige Verzweigung. So, dann fehlt uns noch die Schleife. Das sieht so aus, dass ich hier das Schlüsselwort Loop hier oben drin habe und dann gibt es hier eine Schleifenbedingung für die Wiederholung. Man interpretiert es in aller Regel als kopfgesteuerte Schleife und so halt, dass die bei einem Wahrheitswert die Wiederholung durchgeführt wird. Hier steht eben entweder ein boolscher Wert drin, der eben die Wiederholung darstellt. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, wenn ich einen Min- oder bis Max-Wert eintrage, dann wäre das eine Zählschleife, also 0, 10, hätte ich eine Schleife von 0 bis 10. Oder eine dritte Option wäre an der Stelle ein Stern. Das würde dann einfach bedeuten, die Schleife würde unendlich laufen. Dann würde man noch ein paar Abbruchbedingungen formulieren können, aber das würde jetzt auch hier an der Stelle zu weit führen. Das Video wird ohnehin wahrscheinlich sehr lang. Es gibt noch weitere Fragmente, aber da würde ich einfach sagen, wer wirklich da noch tiefer rein will in solche Sachen wie kritische Bereiche, irrelevante, relevante Nachrichten und so weiter, sollte sich das dann eben anderweitig nochmal näher bringen. Ich glaube, das, was wir hier jetzt haben, sind aus meiner Sicht wirklich die wichtigsten Elemente. Ja, dann kommen wir schon zu einem Beispiel, wo wir das Ganze mal anwenden. Also ich habe nicht alles drin, aber doch einiges. Und das Ding habe ich jetzt einfach mal GetPageData genannt. Wir haben hier einen User, der interagiert, einen Server und eine Datenbank. Beginnen wir damit, dass der User jetzt irgendwie Page-Informationen benötigt, er gibt seine ID an und dann würde der Server irgendwelche Login-Daten, irgendwelche Passwort-Eingabemeldungen oder sowas zeigen. Und wir haben eine Zwei-Phasen-Authentifizierung, das heißt, er schreibt jetzt irgendwie oder er erzeugt jetzt erstmal so eine Mail, wo ein ID-Code erzeugt wird. Dann sagt er, schick die Mail los. Der User kriegt jetzt die Mail und holt sich dort eben diesen Code raus und parallel dazu liefert jetzt der Server die Informationen, also die Page Data, die er eben dann braucht, um eben den Login und seinen Code einzugeben. So, damit er das machen kann oder damit er sich auch mal vertippen kann, habe ich jetzt hier einfach einen Loop eingebaut. Das ist jetzt nicht besonders sophisticated, also ohne Abbruch und ohne alles, aber egal, das Wesentliche kommt rüber. Der User gibt jetzt sein Login ein, Code, ID und Passwort und der Server verifiziert es. Das heißt, er checkt jetzt, ob das alles soweit okay ist. Und solange es nicht okay ist, soll er halt nochmal eingeben bis zum jüngsten Tag. Und wenn er es komplett verbaselt, muss er halt einfach den kompletten Prozess neu starten. Das ist jetzt hier nicht modelliert. Am Schluss gibt dann der Server, wenn er eben über diesen Loop hinaus ist, diese User Data, USDT soll jetzt für User Data stehen, dass eben der User eben seinen persönlichen Kram auf der Seite sieht und entsprechend dann an der Stelle dann weitermachen kann. Jetzt habe ich hier noch eine Alternative eingebaut. Das heißt, wenn der User kein Admin ist, dann sagt er einfach, bitte gib mir meine User-Daten mit der ID. Der Server holt sich von der Datenbank jetzt eben diese User-Daten, die werden zurückgeschickt und dann an den User weitergeleitet. Im Else-Zweig, also wenn es ein Admin ist, dann sagt er, schick mir alle Daten, also quasi eine andere Funktionalität wird dann aufgerufen. Diese Funktionalität holt sich dann von der Datenbank eben entsprechend auch alle Daten, die gehen zurück und werden dann eben an den User zurückgeliefert und er sieht sie dann. Okay. Ja, damit haben wir die wesentlichen Elemente des Sequenzdiagramms jetzt uns angeguckt und hoffentlich verstanden. Ich glaube, das ist auch wirklich das Wichtigste. Es gibt noch mehr, das ist richtig, aber da kann man sich dann auch entsprechend online dann nochmal schlauer machen, wenn man wirklich noch mehr in die Tiefe gehen will. Aber das, was wir jetzt hier heute eben gesehen haben, das sind aus meiner Sicht wirklich die wesentlichen Elemente und ich glaube, damit kommen wir auf jeden Fall ganz gut über die Runden.
Das war's dann von meiner Seite. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Video.